An einem Punkt habe ich meinen Begleiter gefragt, du sag mal, was machen eigentlich Erleuchtete den ganzen Tag? Und er hat dann gesagt, na, die leuchten. Und die leuchten eben oder so. Und in dem Moment habe ich dann so eine unglaubliche Einsamkeit auch gefühlt und dachte mir, wenn es jetzt immer so bleibt und niemand versteht diese Liebe, das ist so, da kam so eine intensive Einsamkeit, die man so kaum aushalten kann und was mir noch unglaublich Angst gemacht hat. Herzlich willkommen bei Thanatos TV. Sie sind Psychologin und Kunsthandwerkerin und haben in Ihrem Psychologiestudium vor einigen Jahren eine Bachelorarbeit zum Thema Nahtoderfahrungen geschrieben, über die ich sehr gern mit Ihnen sprechen möchte. Aber einige Jahre davor hatten Sie selbst im Alter von 19 Jahren ein sehr einprägsames spirituelles Erlebnis, das in manchen Aspekten an Nahtoderfahrungen erinnert. Und zwar während einer Wanderung auf dem Jakobsweg. Ich möchte Sie als Einstieg bitten, zu erzählen, wie es damals dazu gekommen ist. Ja, sehr gerne. Also ich bin 2007 nach meinem Abitur den Jakobsweg gewandert. Von Juli bis September, also den Hauptweg, 800 Kilometer. Und war auf jeden Fall eine ganz sehr spannende Reise, sag ich mal. Ganz viele interessante Menschen kennengelernt und schöne Abende und Tage verbracht. Und 4 Tage, also ich glaube 88 Kilometer vor Santiago de Compostela, das war unser Ziel. Da waren wir in Porto Marín und hatten abends alle zusammen gegessen. Haben zusammen gekocht, haben ja, vielleicht ein Gläschen Wein, glaube ich, gab es sicher auch, aber jetzt haben uns nicht besoffen oder so. Nicht allzu viele Drogen im Spiel? Nee, eigentlich nicht. Und dann haben wir zum Abend hin alle noch draußen gesessen, vor dem Hostel. Da ging die Sonne gerade runter, war so Ausblick auf so schöne Hügel. Und wir hatten ein Aguardiente gemacht, also ein Feuerwhisky, hatten diese Spanier gemacht, wo man so Früchte und Kaffeebohnen mit Zucker anzündet, es gibt da eine Flamme. Und das wurde einmal so rumgereicht, so ein ganz süßes, brennendes Zeug. Da habe ich so einmal dran genippt und kannte es vorher auch noch nicht. Dann hat der eine noch ein Joint rumgereicht. Und ich habe aber maximal zweimal dran gezogen. Also ich kannte das schon sozusagen und wusste, dass ich das jetzt eigentlich nicht so gerne mag, aber weil es eben so eine nette Runde war. Genau. Und dann hatten so meine beiden Freunde, also der Mann und noch eine Freundin, die wir da kennengelernt hatten, nee, eigentlich wir drei, wir haben dann so zusammen gesungen. Das hatten sich welche gewünscht im Kanon, so ein Lied. Da kam dann irgendwann, wie man gesagt, die Aufseherin raus und hat uns zurechtgewiesen, wir sind jetzt zu laut, dabei war das gar nicht laut, wir sollen jetzt aufhören damit oder halt, wenn es geht, ganz leise singen. Woraufhin dann ich aufgehört habe mitzusingen und die anderen beiden haben dann ziemlich schön, fand ich, im Kanon dieses Lied gesungen. Und es war dann so eine sehr ruhige, andächtige Stimmung. Also niemand hat geredet, alle haben einfach den beiden gelauscht und ich auch. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass so von diesem Gesang hat mich irgendwie wie so ein Strahl in der Herzgegend erreicht. Also hier hat ganz leicht gekitzelt und ich habe mich dann da so drauf konzentriert und habe gemerkt, dass das ja eigentlich Liebe ist, die da von dem Lied ausgeht. Und habe das genossen und habe mich dann irgendwie so weiter darauf konzentriert. Die haben das Lied dann noch ein paar Mal gesungen und diese Liebe wurde wie immer größer. Also ich habe dann so gemerkt, dass irgendwie mein Herz so aufgegangen ist und das war alles noch sehr schön. Die haben dann aufgehört zu singen und
Wir saßen alle ganz still da, sicher für 10, 15 Minuten. Diese 10, 12 Leute, die da waren, haben das einfach gemeinsam genossen. Ich weiß auch nicht, war irgendwas bisschen was Schönes so in der Luft. Also ich hatte sowas vorher noch nicht, dass ich mit 12 Menschen einfach so schweigend da so saß und das nicht mal abgesprochen war. Und bei mir wurde einfach diese Liebe immer größer und größer und war dann irgendwann schon richtig intensiv. Da habe ich mich irgendwie dann schon ein bisschen gewundert, was da jetzt los ist. Und an einem Moment fing dann plötzlich an, wie so Energie durch meinen Kopf noch dazu zu fließen. Und die durch den Körper, dann am Steißbein irgendwie wieder raus. Und ich wurde immer größer und weiter. Und diese Energie war wirklich sehr stark, also wurde einfach immer stärker und stärker. Und bis ich dachte, wow, das ist echt eine unglaubliche Liebe. Und dann irgendwann habe ich in dem Moment erkannt, dass wir alle eins sind, dass es eben Gott gibt, dass alle Gott sind sozusagen. Und dass das irgendwie, dass die Welt oder alles aus dem gemacht ist. Und ich habe dann irgendwie kurz gedacht, wow, also ich bin Gott und wir alle sind Gott. Ich habe das dann auch, habe die anderen angeschaut und hatte auch gemerkt, die sind auch ich. Also da hat sich wie so eine Grenze aufgelöst. Das hatte ich auch schon so körperlich ein bisschen gefühlt, dass ich immer weiter wurde. Und dann kam so ein Punkt, wo ich das Ganze aber nicht mehr genossen habe. Weil diese Energie wurde wie immer stärker und stärker. Also, wenn man sich vorstellt, eigentlich wie so ein Stromschlag, der so Strom, was kontinuierlich durch einen fließt. Anders kann ich es jetzt nicht beschreiben, ist natürlich kein Strom. Ich hatte schon mal einen Stromschlag, das ist irgendwie doch auch anders, aber einfach so ein Kribbeln und Fließen. Und war das so ein bisschen die Befürchtung eines Identitätsverlusts oder warum wurde es unangenehm? Genau, das kam dann war ein Gedanke, den ich plötzlich hatte. Also ich habe auch gefühlt, dass eigentlich Raum und Zeit so nicht existieren. Also ich habe so eine Zeitlosigkeit gefühlt. Also das war eigentlich so ein klassisches Einheitserlebnis, wie man das bezeichnet. Genau, also ich würde es jetzt eigentlich so als mystische Erfahrung bezeichnen. Und das gibt es auch, quasi habe ich dann auch im Rahmen meiner Bachelorarbeit so gelesen, dass es wirklich diese Aspekte auch aufweist. Also es ist was Bekanntes, ich bin es wahrscheinlich nicht die Einzige, die das jemals so erlebt hat. Aber diese intensive Liebe, die hat dann bei mir irgendwie das Gefühl hervorgerufen, dass alles Irdische, was ich bis dahin erlebt habe in meinem Leben, also ich war früher auch jemand, der, sag ich mal, wahrscheinlich sehr im Leistungsdenken gefangen war und sehr um die Anerkennung von anderen gebuhlt hat. Oder das war mir einfach wichtig, ist ja noch bei einigen Menschen so, dass das einfach alles unglaublich nichtig ist im Vergleich zu dieser Liebe. Also wirklich, oder auch die Liebe, die ich von Menschen erfahren habe, dass die einfach nichts ist im Vergleich zu dieser Liebe, die ich da plötzlich gefühlt habe. So wie so ein Wassertropfen, die Liebe, die ich bisher kannte, und plötzlich habe ich den Ozean gefühlt. Und das hat dann bei mir Angst ausgelöst. Also erstens wusste ich nicht, wie stark das noch wird, und zweitens wusste ich nicht, erstens bleibt es jetzt immer so? Wenn ja, ich habe dann auch an einem Punkt habe ich meinen Begleiter gefragt, du sag mal, was machen eigentlich Erleuchtete den ganzen Tag? Und er hat dann gesagt, na, die leuchten eben oder so. Und in dem Moment habe ich dann so eine unglaubliche Einsamkeit auch gefühlt und dachte mir, wenn es jetzt immer so bleibt und niemand versteht diese Liebe, das ist so, da kam so eine intensive Einsamkeit, die man so kaum aushalten kann und was mir noch unglaublich Angst gemacht hat. Also es war in dem Moment Ihnen auch klar, dass Sie die Einzige sind in der Runde, die das so erlebt? Ja, schon. Also das war mir schon klar, dass ich da jetzt irgendwie mich auf diese Liebesenergie irgendwie fokussiert habe und dass es dadurch so stark eben geworden ist und dass die anderen das nicht erleben. Also ich glaube, die haben im Nachhinein gesagt, es war für alle irgendwie ein besonderer Abend, also auch für meine beiden engeren Freunde, die meinen, das war einfach eine wahnsinnig schöne Stimmung und irgendwie mit dieser Gruppe so was Besonderes. Drum haben wir auch alle so lange geschwiegen, also irgendwas haben wir alle gefühlt, was irgendwie schön war, aber nicht in dieser Intensität. Also zumindest meine beiden Begleiter, denen habe ich das dann auch am nächsten Morgen erzählt und ja, der eine meinte dann, ich sei irgendwie so recht
Also er hat sich ein bisschen Sorgen gemacht. Ich habe sehr abwesend und weggetreten gewirkt, aber ich war die ganze Zeit ansprechbar. Ich konnte auch die ganze Zeit reden. Ich hatte dann einfach, es haben einfach wirklich noch für mehrere Stunden diese Liebe, immer wenn ich so vertraut habe und gedacht habe, ja, das ist doch schön und das wird schon auch wieder weggehen. Dann wurde es wieder stärker, die Liebe, bis ich wieder Angst bekommen habe und dachte, ja, aber was mache ich, wenn das jetzt immer so bleibt und mich niemand versteht? Und ich wusste auch einfach nicht mehr, was ich dann quasi tun soll tagsüber, weil alles seine Wertigkeit verloren hätte für mich. Also es hätte keinen Wert mehr gehabt, wenn ich, also ich habe zum Beispiel Kunsttouren gemacht, wenn ich jemandem meinen Flickflack zeige oder so und der dann einmal klatscht. Das wäre so komplett wertlos gewesen. Und wie hat es dann geendet? Ja, also die anderen sind dann alle ins Bett gegangen. Mein Begleiter sozusagen, der Mann und ich, wir waren noch ein bisschen länger auf, sind dann aber auch irgendwann nachts um 12, 1 ins Bett. Und ich konnte, glaube ich, dann vielleicht gegen morgens um 4, also hatte ich so mein Jakobsweg-Tagebuchaufzeichnung geschrieben, bin ich dann wohl so morgens um 4 eingeschlafen und um 6 ging es weiter. Und als ich dann um 6 aufwachte, war ich wieder ich sozusagen. Also es hatte aufgehört. Aber ich hatte das dann noch sehr intensiv. Also wenn ich dran gedacht habe, gerade wieder ein bisschen Angst, bisschen Liebe. Es war schon noch ein bisschen noch abrufbar, auch emotional, aber nicht mehr in der gleichen Intensität. Wenn Sie dieses Erlebnis aus heutiger Sicht mit einem Traum vergleichen, kann man es vergleichen oder war das ganz was anderes? Na, das war ganz was anderes. Das war ja so eine körperliche Erfahrung erst und dann einfach eine sehr, sehr emotionale Erfahrung. Also wenn ich jetzt irgendwas ganz Schönes oder Schlimmes sehe, sozusagen auf der Straße, dann weiß ich ja auch, das fühle ich jetzt echt, das ist mein Gefühl, das kommt zu diesem Erlebnis dazu. Und so war das einfach auch ein ganz reales Gefühl, was einfach ausgelöst wurde eben durch diesen Gesang, merkwürdigerweise. War die Realität, die Intensität der Realität vergleichbar mit dem physischen Leben oder war es sogar realer als die Realität, die Sie normalerweise erleben? Ja, also ich hatte schon so einfach diesen Aha-Effekt auch. Ich habe gedacht, aha, okay, es gibt also, ich sage jetzt einfach mal Gott sozusagen, wir sind von irgendwas Höherem sozusagen erschaffen worden und alles auf der Welt, das ist jetzt kein Zufall, dass wir einfach so existieren, dass da ein paar Menschen und ein paar Tiere sind, sondern da ist irgendwas viel, viel Größeres am Werk, was wir nicht kennen. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, aha, ja klar, so ist es. Mhm. Es ist ja logisch, so war das vom Gefühl her. So ein, so ein Wissen, im Wissen, so ein Wissen, ja, genau, schon. Also auf jeden Fall ein Wissen, das ist echt und eigentlich weiß ich es auch, aber ich hatte es vergessen und ja, also es hat sich ein bisschen wie so eine vielleicht Art Offenbarung angefühlt. War das Ihr erstes spirituelles Erlebnis oder gab es da vorher auch schon welche? Genau, also es gibt schon eine Vorgeschichte dazu und zwar habe ich irgendwie so in meiner Jugend mit 15, 16 habe ich angefangen, mich einfach sehr für das Warum zu interessieren. Warum sind wir da? Wo gehen wir hin? Wo kommen wir her? Und so weiter, was ja vielleicht noch manche einer hat so in der Pubertät. Und bei mir war es aber recht intensiv. Ich habe dann recht viele Bücher gelesen. Ich weiß noch, dass ich mir damals so aus dem Brockhaus habe ich die Begriffe wie Seele und Geist und Psyche und all diese Begriffe haben mich sehr fasziniert. Erleuchtung, ich habe das alles nachgelesen, also diese Brockhaus-Lexika, diese 24 Stück, und habe mir das sogar abgeschrieben. Und ich glaube, das wurde auch ausgelöst von so einem kleinen Büchlein vielleicht. Und da ging es eigentlich darum, dass die Autorin gesagt hat, dass man in der Mitte, also hat so ein Kreisdiagramm gemalt, in der Mitte ist Liebe, draußen rum kommt Angst, noch weiter draußen rum kommt irgendwie das Ego, noch weiter außen rum die Gedanken. Und sie wollte einfach verdeutlichen, dass wenn man meditiert, dass man irgendwann zu dieser Liebe hinkommt. Und mich hat das einfach total fasziniert. Und ich habe dann auch nämlich selber angefangen zu meditieren. Und weil ich das vom Leistungssport her gewohnt habe, dass man für seine Ziele gewohnt war, dass man für seine Ziele so hart arbeiten muss,
habe ich dann auch gleich mal, wenn es ging, 2-3 Stunden lang meditiert und immer gewartet, dass ich irgendwie Liebe spüre oder Lichter sehe oder irgendwas. Es ist natürlich lange Zeit nichts passiert, aber irgendwie habe ich dann trotzdem gespürt, dass es mir gut tat oder dass ich manchmal so gemerkt habe, ja, man kann die Gedanken eigentlich betrachten und das verändert dann etwas. Und ich habe dann eigentlich so hardcore meditiert und an irgendeinem Punkt hatte ich das mal, dass ich so meinen ganzen Körper so gespürt habe, wie es da strömt und pulsiert. Also auch gleichzeitig in den Händen und in den Füßen. Und das war für mich irgendwie auch eine ganz neue körperliche Erfahrung, dass man seinen Körper so in dem Maße spüren kann. Und ich habe es dann irgendwann auch ein bisschen als störend empfunden, weil es so intensiv war. Und das ist aber auch tatsächlich seit diesem Zeitpunkt ist es nicht mehr weggegangen. Also ich glaube, ich habe irgendwie meine Aufmerksamkeit sehr in meinem Körper verankert. Und ich habe dann aber irgendwann Schlafstörungen bekommen, auch von diesem ganzen Meditieren, und habe dann aufgehört damit und mich auch so für diese Sachen so zu interessieren. Beziehungsweise da war vorher dann noch ein Erlebnis. Ich hatte dann Stanislav Grof und andere gelesen, so LSD und Psychotherapie, und das hat mich dann auch sehr fasziniert. Ich habe dann auch so Gruppen beim StudiVZ gesurft und habe mir dann tatsächlich auch mit 19 kurz vorm Abitur so ein Grow-Kit aus Holland bestellt. Habe selber meine Pilze gezüchtet und habe die eines Abends irgendwie alle gegessen. Also erst nur ein paar, das war so schön, dann habe ich noch mehr gegessen. Und schlussendlich war es dann einfach ein richtiger Horrortrip. Also mit so einem Ich-Verlust und das Gefühl, dass es unendliche Realitäten gibt und ich keine Antwort hatte, warum ich jetzt in dieser Realität bin. Und diese Angst war wirklich gigantisch, auch so die Angst, dann hängen zu bleiben. Also ganz, ganz unangenehmes Gefühl. Nicht empfehlenswert, überhaupt nicht. Und ich bin auch froh, dass quasi nichts passiert ist, weil ich doch einige Sachen falsch gemacht habe in meinem jugendlichen Leichtsinn. Und ich glaube schon, dass das irgendwie was bei mir auch schon geöffnet hatte. Also dieses Meditieren, dass ich mich damit beschäftigt habe und dass ich auch tatsächlich danach gesucht habe. Also ich wollte einfach wissen, ist es möglich, gibt es die Erleuchtung, gibt es veränderte Bewusstseinszustände, wie fühlt sich das an? Ich war wirklich total neugierig. Ja. Dieser Horrortrip, lässt sich das jetzt irgendwie vergleichen mit diesem Erlebnis, das dann später kam? Vordergründig würde man sagen, das eine ein tiefes Liebeserlebnis, Einheitserlebnis, das andere ein Horrortrip. Gibt es da überhaupt eine Gemeinsamkeit oder sind das komplett verschiedene Ebenen? Wie erleben Sie das? Haben Sie das erlebt? Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe mich das auch schon gestellt, die Frage, ob es da vielleicht auch einen Zusammenhang gibt. Also ich glaube auf jeden Fall, dass ich irgendwie noch dieses dann auch so ein schönes, verändertes Bewusstseinserlebnis brauchte, um das davor wieder ein bisschen, ich sag mal, zu heilen auf einer Ebene oder vielleicht auch vergessen zu können, weil ich hatte schon, ich habe dann schon noch so manchmal Flashbacks, wenn ich beim Zähneputzen nur an die Frage des Sinns nach dem Leben gedacht habe, dann kam gleich wieder diese Wahnsinnsangst, so verloren zu sein und keine Antwort zu kennen, weil alles so unendlich groß und weit ist. Und genau, ich brauchte das. Aber es war natürlich was komplett anderes. Also das Erlebnis auf dem Jakobsweg war ja eine, so auch eine körperliche Erfahrung, oder damit hat es begonnen. Und bei dem Pilztrip, da war schon auch eine Erkenntnis. Also ich habe mir dann schon irgendwie diese Fragen gestellt. Also die Realität hatte sich so verändert. Mein Schrank hatte eine andere Form. Ich selber habe mich angefühlt wie Gummi und konnte so meine Haare lang ziehen und die sind dann lang geblieben. Und das hat sich dann schon auch sehr real angefühlt, dass ich das mit allen Sinnen so fühlen konnte. Ich hatte auch ein paar sinnästhetische Erlebnisse, also mit so einem Kakao, den ich noch getrunken hatte, und Musik im Radio. Und da ging so vieles synchron. Das war eigentlich irgendwie noch schön. Genau, und irgendwann kam dann so diese philosophische Frage, wie kann das sein, dass sich die Realität so verändert? Und dann kam aus meinem Inneren die Antwort, wieso die Realität? Es gibt nicht die Realität, es gibt unendlich viele Realitäten. Und dann kam eine riesige Angst mit diesem Gedanken. Also wirklich, ich hatte auch schon ein paar Mal Todesangst, aber diese philosophische Angst oder so, die ist einfach sehr, sehr viel unangenehmer. Also weil die so intensiv ist und man ja auch nicht weiß, wann es aufhört. Wenn man jetzt kurz einen Schock hat oder so, dann weiß man, dass es jetzt in dem Boden unter den Füßen, genau. Und dann hatte ich mich noch gefragt, ja, aber warum bin ich denn in der Realität?
Und dann war wieder so die Antwort aus meinem Inneren, ich, es gibt kein Ich. Und dann war ich komplett verloren in so einem riesigen schwarzen Raum, der Angst war. Und meine Stimme war dann auch nur noch so ein, hat sich angefühlt wie so ein kleines Flackern in so einem riesen Raum. Bin dann auch zu meiner Mutter gegangen und habe sie aufgeweckt mitten in der Nacht und meinte, ich habe Pilze gegessen. Und sie so, oh Mensch, Mädel, was machst du denn für Dummheiten? Und sie hatte dann so riesige Glubschaugen und hatte, nachts hat man ja manchmal ein bisschen schlechten Atem und der war bestialisch. Also ich habe das kaum ertragen können sozusagen, wie sie das zu mir sagt mit diesem Geruch dazu. Und es war wirklich einfach irgendwie schlimm und ja. Ganz was anderes. Aber von der Angst, die ich dann hatte bei diesem Jakobsweg-Erlebnis, wo ich dann plötzlich Angst bekommen habe, das war schon auch wieder Angst vor diesem Unbekannten, was da auch existiert, also auch wahnsinnig intensiv. Also, ja. Das Interesse an weltanschaulichen Fragen, das Sie ja schon früh hatten, war das dann auch ein Anlass dafür, sich mit Nahtoderfahrungen zu beschäftigen oder auch eine Bachelorarbeit zu diesem Thema zu schreiben? Ja, ich denke auf jeden Fall. Also das war auch mal mein Ziel. Also bevor ich Psychologie studiert hatte, dachte ich eigentlich, ich würde gern Parapsychologie studieren. Das gab es aber nur an der Uni in Freiburg, soweit ich das wusste. Und da war der NC einfach von 1,0 und das konnte ich nicht vorweisen. Das heißt, dieser Traum, sag ich mal, war dann schnell irgendwie aus und ich habe es dann auch aufgegeben. Und umso schöner war es dann eigentlich, dass ich das Glück hatte, diese eine Bachelorarbeit zu erwischen, die sich mit solchen Themen befassen durfte. Ich würde gerne über die Bachelorarbeit dann ein bisschen ausführlicher sprechen, aber einmal noch zurück zu dem Erlebnis am Jakobsweg. War das dann an diesem Abend völlig aus heiterem Himmel oder hat sich das Erlebnis dann auch irgendwie angebahnt schon? Ja, genau. Also das hat sich ein bisschen irgendwie angebahnt. Ich hätte das jetzt natürlich nicht erwartet oder so, aber es war schon etwas Interessantes passiert, kurz nachdem wir in dem Hostel angekommen waren. Also wir haben das immer so gemacht, dadurch, dass man so früh aufstehen muss auf dem Jakobsweg, um immer an diese begehrten Hostelplätze ranzukommen, haben wir dann mittags immer so eine Siesta gemacht, bevor dann abends die Fiesta kam. Und haben uns so ein, manchmal auch zwei Stunden schon mal hingelegt und Mittagsschlaf gemacht oder einfach was gelesen oder entspannt. Und ich hatte mir das irgendwie schon so angewöhnt, dass ich mich immer hinlege und also ich habe nie geschlafen, sondern ich habe irgendwie immer vielleicht eine Meditation im Liegen gemacht, aber so eher natürlich, habe mich ein bisschen auf meinen Atem konzentriert, auch manchmal in meine müden Füße oder Beine reingeatmet, weil ich auch ein recht kaputtes Knie habe. Sozusagen habe ich da, bin ich da mal ein bisschen meiner Aufmerksamkeit hingewandert. Ich habe dann so langgestreckt da gelegen, also so die Arme oben und habe irgendwie gemerkt, dass das in meinem Körper recht stark so strömt und pulsiert. Also ich hatte ja wie gesagt seit dieser einen Meditation und immer dieses Körpergefühl, dass ich so meinen ganzen Körper fühle. Und da war irgendwie schon ein recht starkes Strömen in meinem Körper. Und dann kam so ein junger Mann, den hatten wir erst ein paar Tage vorher kennengelernt. Also man trifft da mal Leute, dann geht man ein Stück oder redet mal, dann sieht man sich mal nicht mehr, dann trifft man sich mal wieder. Und der kam irgendwie, der hatte an dem Tag ein Bett neben mir. Und der kam irgendwie vorbei und hat ganz spontan, hat er so meine Hände mit beiden Händen so genommen und da irgendwie so reingedrückt und kurz massiert und an den Füßen auch. Und in dem Moment wurde das richtig stark, dieses Strömen. Also es hat sich nochmal sehr, sehr intensiviert und ich bin dann auch, habe mich ein bisschen gewundert, was das ist. Aber es hat mich auch sehr, sehr friedlich gefühlt und habe den dann auch danach gefragt, was er da gemacht hat. Und dann meinte er nur, er hat es dir gefallen. Nee, er hat eigentlich nichts gemacht. Das war nur so eine Intuition. So. Das war ein bisschen so ein Weltenbummler, der schon verschiedenste Länder bereist hatte und auch mal so auf Goa-Festivals war und so. Der, weiß nicht, der hat irgendwie so intuitiv agiert und hatte da irgendwie was bei mir ausgelöst schon, ja. Aber es waren damals definitiv keine Drogen im Spiel. Nee, also
keine harten Drogen, also dass ich mal ein paar Schlucke Alkohol trinke oder ein, zwei Züge vom Joint nehme oder auch ein paar mehr, was ich aber an dem Abend nicht getan habe. Das kannte ich von davor und danach und das hatte bei mir jetzt noch nie sowas ausgelöst, wobei ich natürlich schon denke, dass es sein kann, dass es mir erleichtert hat, mich irgendwie in den Moment hineinzugeben und mich so auch drauf zu fokussieren, auf dieses Lied und danach meine körperliche Empfindung. Ja, ich finde es ja sehr interessant eben, dass Sie mit solchen Erfahrungen, mit solchen tiefen eigenen spirituellen Erfahrungen dann sich eben auch mit Nahtoderfahrungen beschäftigt haben, wo es ja ganz ähnliche Erlebniselemente gibt. Und ich würde jetzt eben gerne auf Ihre Arbeit zu sprechen kommen. Sie haben sich drin ja auch mit möglichen neuropsychologischen Ursachen beschäftigt. Diskutiert werden ja bis heute beispielsweise Sauerstoffmangel, Ketaminausschüttung, die Stimulation der Temporallappen im Gehirn oder eben auch Drogen. Wie beurteilen Sie, auch vor dem Hintergrund Ihrer eigenen Erfahrungen, diese Erklärungsansätze für Nahtoderfahrungen, sind die zureichend? Na, finde ich nicht. Also hat mich nicht überzeugt. Das ist natürlich ganz klar, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen dem Gehirn und unserem Erleben. Und wenn man was im Gehirn verändert, dann ändert sich auch das Erleben. Das ist ja völlig klar sozusagen. Aber dass das jetzt so ein Erlebnis alleine hervorrufen kann, da haben mich diese Thesen nicht überzeugt. Ich habe jetzt mitgekriegt, dass es zum Beispiel manchmal auch gelingt, dass man so eine außerkörperliche Erfahrung dem Hirn simulieren kann, dass sich dann jemand irgendwie von außerhalb seines Körpers wahrnimmt, dass man das quasi im Labor induzieren kann. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass das irgendwie das Gleiche ist, dass man dann plötzlich, wie manche Nahtoderfahrene berichten, ja, dass sie dann zum Beispiel auch die Gedanken wahrnehmen können, während sie die außerkörperliche Erfahrung haben oder die Gefühle oder was da dann passiert auf dem OP-Tisch oder an der Unfallstelle oder sonst wo. Und ich glaube nicht, dass sowas zum Beispiel schon induziert werden konnte, dass man dann auch die Gedanken wahrnimmt. Also werden Teilaspekte erklärt, aber nicht die Erfahrung als Gesamtes. Also Teilaspekte erklärt, ja, ich würde ich jetzt auch nicht mal so sagen. Was qualitativ was anderes ist. Ja. Ich selbst habe ja manchmal den Eindruck, dass von wissenschaftlicher Seite versucht wird, solche persönlichen Erlebnisse, die nicht so recht in ein bestimmtes Weltbild passen, eher wegzuerklären, als sich eben ausführlich und tiefgehend damit zu beschäftigen. Was ist denn Ihr Eindruck? Teilen Sie diese Einschätzung, dass man versucht, was wegzuerklären, oder ist das ein Vorurteil? Ja, also da würde ich jetzt auch konform gehen mit Ihnen. Also ich meine, ich muss jetzt mal so sagen, ich finde, da tut sich was in der Forschung. Ich verfolge das auch gespannt, dass es jetzt so viel Forschung zur Meditation gibt und dass man sich auch dann dafür interessiert, was dann im Gehirn passiert und was es auch für positive Veränderungen haben kann. Und dass es jetzt zum Beispiel auch ein bisschen mehr eine anerkannte, unterstützende Heilmethode ist gegen Depressionen und Angststörungen. Also ich finde nicht, dass man da komplett verschlossen ist in der Wissenschaft für neue Wege. Aber ich glaube, dass man da komplett sein Weltbild ändert, wer wir sind und wie das Gehirn funktioniert und was das Bewusstsein ist. Darum geht es ja auch. Da wären, wenn dann, nur so kleine Schritte getan, aber vielleicht eigentlich nicht die es bräuchte. Was ich jetzt aber schon beobachtet habe, dass es unglaublich viele Nahtodberichte gibt und das wären immer mehr und sie sind alle unglaublich authentisch und ich glaube, man könnte auf jeden Fall noch viel mehr draus machen. Also man könnte aus diesen ganzen Interviews, die ja von verschiedenen Journalisten und so gemacht werden, ja auch in der ganzen Welt. Ich glaube, da könnte man schon fast so eine Art Metastudie machen. Da könnte man wahrscheinlich neue Kategorien auch rauspicken und hätte einfach gleich sehr viele Menschen, die was dazu gesagt haben. Und das ist dann halt so eine qualitative Forschung, aber die gibt es ja so in verschiedenen Geisteswissenschaften. Also ich habe zum Beispiel Sozialanthropologie auch studiert.
das hatte ich eigentlich als erstes. Und da gibt es ja nur diese Art von Forschung. Sie haben sich in Ihrer Arbeit auch mit philosophischen Fragen beschäftigt, unter anderem mit der Monismus-Dualismus-Debatte. Vereinfacht gesagt, also mit der Frage, ob es nur die materielle Welt gibt oder darüber hinaus auch etwas Immaterielles, Seele, Geist. Was ist denn Ihre persönliche Meinung dazu? Ja, also auf jeden Fall Letztere. Das hat mich einfach mehr überzeugt. Und ich habe, glaube ich, auch mein letzter Satz in der Bachelorarbeit ist auch, dass man, also ich habe festgestellt, auch in der Arbeit, dass sich die beiden Parteien auch recht auf einer emotionalen Ebene streiten. Also nicht nur wissenschaftlich, sondern dass der eine versucht, den anderen ein bisschen als Affen darzustellen und runterzumachen und der andere sich dann, also unwissenschaftlich eigentlich, und dass beide sagen, oder zumindest 2011 beide gesagt haben, man kann es jetzt wissenschaftlich nicht erforschen mit unseren Methoden. Und ich habe dann als letzten Satz in meiner Bachelorarbeit geschrieben, was einfach eine schönere Vorstellung ist, wenn man das auf sich wirken lässt, dass nach dem Tod einfach alles vorbei ist und alles vergessen ist, oder dass es auf die ein oder andere Weise weitergeht und von mir, aber auch von den Verwandten oder sonst wem einfach nicht alles weg ist. Und da muss ich ganz klar sagen, für mich persönlich ist einfach die zweite Variante einfach sehr viel schöner, und ich mag das auch glauben, auch wenn ich selber vielleicht nicht hundertprozentig wissen kann, wie es weitergeht oder was von einem selber dann tatsächlich überbleibt. Finde ich es doch einfach schöner, die Vorstellung, dass nicht alles weg ist und dass es irgendwie eine Seele gibt, dass die Reise irgendwie weitergeht. Seit dem Erlebnis auf dem Jakobsweg, wie ist das aus heutiger Sicht? Spielt dieses Erlebnis immer noch eine Rolle, wenn Sie da zurückdenken? Löst das immer noch etwas aus? Also wie waren so die jahrelangen Nachwirkungen dieses Erlebnisses? Ja, also es ist auf jeden Fall immer da und irgendwie ein Teil von mir. Was ich mir immer denke, ist, dass ich einfach sehr dankbar bin, dass ich sozusagen nicht glauben muss, dass es irgendwie ein, ich sag jetzt mal Gott, oder man kann ja das aber auch anders nennen, ein Schöpfer oder ja eine höhere Intelligenz oder so gibt, sondern also ich muss das nicht glauben, sondern ich weiß das für mich, und das ist für mich immer wie so ein kleiner Schatz. Und zusammen sozusagen mit, ich befasse mich privat noch mit dem Thema auf jeden Fall. Also ich schaue zum Beispiel Ihre Videos sehr gerne. Es gibt auch noch ein, zwei andere, wo ich manchmal Videos anschaue. Und zum Beispiel ein Thema ist, dass öfter Nahtoderfahrene sagen, dass es was bringt, wenn man betet. Und ich glaube, für viele Menschen ist das ein bisschen negativ besetzt, dieses Beten, weil es einfach irgendwie durch die Kirchen halt, ich weiß auch nicht, haben einfach Menschen damit negative Erfahrungen gemacht. Kann ich auch voll verstehen, und deswegen machen es viele nicht und ich lange Zeit auch nicht. Aber in den letzten Jahren habe ich manchmal gemerkt, wenn ich wirklich in mein Herz gehe, dann hilft es was. Also entweder auf Gefühlsebene oder auch auf Realitätsebene. Und da bin ich dankbar, und da höre ich mir dann auch gern die Erlebnisse von anderen Menschen an, zum Beispiel, die so wertvolle Erkenntnisse einfach mitgenommen haben. Und durch mein eigenes Erlebnis weiß ich einfach dann, dass es so ist, dass es wahr ist, und kann dann besser darauf vertrauen. Wie sehen Sie heute den vermutlich noch weit in der Zukunft liegenden, aber doch theoretisch immer möglichen Tod entgegen? Ja, also ich würde so sagen, wie es ja auch viele Menschen sagen, die Nahtoderlebnisse hatten. Sie haben vielleicht Angst vor dem Wie, dass es irgendwie davor noch eine sehr schmerzhafte Zeit geben kann, oder auch wenn man dann liebe Menschen oder so loslassen muss und quasi für immer weggeht, da hätte ich schon auch auf jeden Fall noch Angst davor. Aber ich glaube, das Sterben dann selber, vor allem wenn man mal ein gewisses Alter auch erreicht hat, finde ich nichts Schlimmes. Also auch beim Tod von meiner Uroma, da war ich die Einzige, die
das irgendwie nicht so schlimm fand. Also ich habe sie schon sehr geliebt und sie war aber 84 und hatte selber gesagt, jetzt mag sie nicht mehr. Und dann hat es auch nicht lange gedauert und meine Verwandten waren ganz verzweifelt. Und ich habe da irgendwie so einen Frieden gespürt in dem Krankenhaus und habe sogar auch mal zu meinen Verwandten gesagt, jetzt, also meine Mutter konnte sie gar nicht loslassen, hat immer wieder Heulkrämpfe gekriegt. Und ich habe richtig gesehen, dass in diesem halbtoten Körper da nochmal das Leben zurückgekehrt ist, weil meine Mutter immer so geweint hat und so emotional war. Und dann habe ich zu ihr gesagt, jetzt lass sie doch einfach. Sie muss nicht noch mal für ein Jahr wiederkommen. Dann muss sie auch danach noch gehen und es wird nicht schön. Und von dem her glaube ich, dass ich dem Tod selber an sich, dass ich da nicht so große Angst vor habe. War dieses Gefühl der Liebe, das sich da damals entwickelt hat, auch verbunden mit einem gewissen Urvertrauen, mit einer Geborgenheit, die Sie jetzt, wenn Sie an ein mögliches Leben nach dem Tod denken, auch mitnehmen können? Ja, also ich glaube, das war schon die gleiche Liebe, was auch manche Menschen, die ein Nahtoderlebnis hatten, dann fühlen. Und ich glaube, auch bei mir ist irgendwo, auch wenn es mir in der Intensität auf der Erde zu heftig war, glaube ich, ist bei mir schon eine große Sehnsucht geblieben nach der Liebe in der Intensität, weil das, wie gesagt, auf der Erde ist es quasi nichts im Vergleich zu der Liebe, die es eigentlich gibt. Und das wird sicher irgendwann schön, das wieder zu fühlen. Und ich bin mir sicher, nach dem Tod kann man das leichter wieder fühlen und dann kann auch ich das noch mehr genießen. Ja, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung.